William Engdahl, es klebt Blut an euren Händen. William Engdahl ist ein bekannter Journalist, ein bekannter Buchautor, der sich seit Jahrzehnten schon mit dem Thema Öl auseinandersetzt. In seinem neuen Buch, das jetzt bei uns im Finanzbuchverlag erschienen ist, guckt er sich mal an, wie die Welt in eine so unglaublich krasse Abhängigkeit von Öl gekommen ist. Deshalb heißt dieses Buch auch, es klebt Öl an euren Händen, also sprichwörtlich für Blut, weil es darum geht, dass die großen Ölkonzerne, diese großen Ölmultis, alles dafür tun, dass die Menschheit nach wie vor Öl braucht. Das hat damit so ein bisschen angefangen, als in den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts zum Beispiel diese Ölkonzerne ganze Straßenbahnkonzerne aufgekauft haben und bankrott gemacht haben, nur damit die Leute mehr Autos fahren. Und diese Abhängigkeit vom Öl wird massiv geschürt über die letzten Jahre und auch jetzt noch. Und William Engdahl hat sich das über die ganze Geschichte mal angeguckt und liefert, wie ich finde, einen unglaublich guten Überblick darüber, woher kommt diese Abhängigkeit vom Öl, was passiert gerade momentan und wo führt das Ganze vielleicht nochmal hin. William Engdahl, es klebt Blut und es klebt Öl an euren Händen. Nick Klein und David Dust investieren wie Benjamin Graham. Benjamin Graham ist wahrscheinlich der bekannteste Value-Investor der ganzen Welt und auch große Investoren wie zum Beispiel Warren Buffett schwören quasi nach wie vor auf die Value-Investing-Lehren eines Benjamin Graham. Bei uns im Finanzbuchverlag sind bereits schon zwei Bücher erschienen von ihm. Hier ist quasi ein drittes, das sich stark mit den Strategien des Value-Investing auseinandersetzt. Das heißt, wie wähle ich Unternehmen aus, wie wähle ich Aktien aus, die quasi in meinem Portfolio gute Renditen oder eine solide Dividende erwirtschaften. Ein Wort noch zu David Dust, dem zweiten Autor. Er ist sehr bekannt im Bereich der Asset Allocation, das heißt, wie strukturiere ich mein Portfolio? Und noch ein Wert zu unserem Rodney Klein, der war tatsächlich auch Schüler bei Benjamin Graham, hat quasi das Investieren von der Pike auf von dem großen Lehrmeister gelernt. Investieren wie Benjamin Graham, Value Investing Strategien für ein anständiges, solides und nachhaltiges Investieren.